Ja, schönen guten Abend, liebe Urbex-Freunde. Was heißt guten Abend? Ja, kurz vor sechs, guten Abend. Wir haben heute die Villa des Milliardärs. Hier hat mal ein ganz Bekannter in der Stadt gewohnt. Der ist um die 90 geworden, hatte ganz junge Frau gehabt. Ja, so, ich glaube so um die 19. Und die hat den geheiratet wegen des Geldes, der Kohle, Kohle, Kohle. Und daraus ist nichts geworden. In Hesse würde man sagen, da habt ihr sich verrechnet. GoPro hat keinen Monitor hinten dran. Also wir sind jetzt hier in der Villa des Milliardärs. Und ja. So ist es. Der Mann hat recht. Und zwar das zweite Video. Denn ich habe nämlich wirklich, man glaubt es kaum, den Objektivschutzdeckel drauf gelassen auf dem auf der GoPro. Ja. Und somit machen wir jetzt hier die zweite Runde. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem das Video. Wir geben uns trotzdem Mühe und zeigen euch alles, was es hier in der Villa des Milliardärs, der ich glaube 2005 gestorben ist, aber das müsst ihr dann wirklich nochmal in der Beschreibung lesen. Wie sagt dieser Mann mit dem goldenen Bart hier, weil Gold scheißt sich wohl am besten. Was der 2005 gestorben ist und ja, seine Witwe, junge Witwe, muss man ja dazu sagen, hat wohl nur ihren Pflichtteil gekriegt, wenn überhaupt. Also ging der Schuss nach innen los. Und ja, jetzt zeigen wir euch nochmal die Villa.
Musik.